So, du gräbst jetzt Wasser. Das Wasser ist nicht schlimm. Guck mal, jetzt ist das eine Magma hier. Schön zu super. Habt ihr gut gemacht. So, ein bisschen Gu wird weggespült. Noch ein bisschen Blut. Und okay. So, hier ist ein bisschen viel Wasser. Das verschwindet wieder nicht. Ne? So. Da stört es nicht, da stört nicht, da stört nicht. So, das war irgendeine Miner hier unten mal rum, alles hier weg. Das Wasser muss dick, muss sich besser verteilen können. Wie viele Miner haben wir denn jetzt noch? Miner. 2, 4, 6. Geht ja noch. Es geht doch noch. Es war schon schlimmer. So, aber das klappt jetzt nicht, weil wegen Wärme. Ach, wegen dem, da war auch Magma, ist da rein, das Wasser daraus dann, das dann getrocknet, oder was ist der Plan? Also hat da Obsidian draus gemacht? Hier ist eine Adamantintreppe. Haben sie wegen Hitze nicht angegraben. Und jetzt? Das ist Kacke. Aber warte, das ist nicht schlimm, mach das mal. Und dann jetzt bitte einmal hier da, wo du stehst, channeln. Dann läuft da Wasser rein. Mach da draus Obsidian und wir kriegen unsere Treppe da trotzdem hin. Channelt, bevor das Wasser weg ist. Perfekt. Man muss sich nur zu helfen wissen. Dann ist das egal. So, und dann versuchen wir es einfach nochmal. Wir lassen uns hier nicht von ein bisschen Magma aufhalten. Wir kommen da unten hin. Jetzt ist hier Wasser, Stufe 1, ist egal. Darunter geht es wieder nicht, weil er sagt, es ist mir zu warm. Ja, wahrscheinlich. Ja, nicht so. Treppe. Bis nach hier halt. Jetzt ist Wasser 6 von 7. Kacke! Das ganze Wasser da reinlaufen, das hat doch alles keinen Sinn. Dick, nach da. Müssen wir ein bisschen breiter werden, damit sich das Wasser da unten besser verteilt. Das muss ich zu helfen wissen. Jetzt verteilt sich das Wasser hier gleich anders. Das ist jetzt 4. Und dann haben wir es gleich auf 2 und dann wird es noch weniger, genau. Jetzt nach und nach und dann haben wir hier dasselbe Problem wie vorhin. Einmal bitte da channeln. Das habe ich vorher nicht bedacht. Und hoffen wir, dass jetzt hier nicht so viele Zwerge sterben. Die Idee ist jetzt halt, wie gesagt, wir müssen das irgendwie genauso. Wir mussten das einfach nur dicht kriegen. Dann haben wir nämlich jetzt hier die Treppen. Und versuchen es jetzt, wir können das auch einfach. Über das komplette Ding können wir es nicht versuchen, das wird zu fett, weil dann kommen wir hier an die Grenze dran. Was nicht, es funktioniert. Es wird funktionieren. Was ist jetzt hier? Wir haben Migranten. Es kommen neue Migranten. Wer will hier wohnen? Wer ist denn so doof? Es kommen tatsächlich neue Migranten. Das jetzt natürlich mit einem 3 auch viel zu viel. Das heißt, auch hier könnte man es so nochmal versuchen. Einfach breit werden, so ungefähr. Das Wasser, was von oben kommt, könnte vielleicht helfen. Ich weiß es doch nicht. Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher. Aber wir sind aktuell gefühlt, würde ich sagen, sind wir auf einem guten Weg. Was das hier angeht. Wir müssen nachher halt nur einmal gucken, wie wir den Zulauf abgeschlossen kriegen.
Warum das nicht? Er findet keinen Pfad, um diese Dings zu graben. Deswegen wird das abgebrochen. Das ist zumindest mal eine Ansage, die hier funktioniert. Wo das andere findet er auch keinen Pfad. Warum findet ihr dazu keinen Pfad? Wenn ihr auf die Treppe kommt, müsst ihr doch auch auf die Treppe kommen. Das ist doch gar kein Unterschied. Oder wegen dem Wasser auf der Treppe. Ist aber euch sonst auch egal. Ich glaube, den Graben hier unten. Noch mehr Katzen? Nee, zum Graben kommt ihr auch nicht hier runter. Auch nicht. Also theoretisch kommt, ihr geht die Treppe runter, könnt noch von mir aus auch in die Mitte gehen und wollt jetzt hier nicht mehr buddeln. Das Wasser hat aber nur eine Tiefe von 2. Hier oben ist gar keine Wassertiefe. Es ergibt keinen Sinn zu sagen, nö, dann nicht. Du kannst doch nicht mal das hier wegreißen. Oder da. Anscheinend. Und auch abgebrochen. Wie komme ich jetzt in die Unterwelt, verdammt? Mehr will ich doch jetzt gar nicht. Kann ich einfach hier weiter buddeln? Weil die müsst ihr doch kennen, die Treppe. So, da auch hin. Und in der Zweiertiefe müsstest du buddeln können. Achso, ich soll die Zeit auch weiterlaufen lassen, sonst passiert egal. Nö, direkt. Ich finde da keinen Pfad hin. Wir haben hier eine Abwart, also eine Treppe, die nach oben geht. Ja, aber eine, die nach beidem geht. Und warum kommst du da nicht hin? Das ergibt keinen Sinn. Nö, Wasser und Wärme dürften damit eigentlich auch kein Problem haben. Also, das ist dem nämlich theoretisch egal. Er zeigt nur eins von beiden an. Das sieht man relativ gut hier auch an der Säule. Sehe ich hier so jetzt gerade nicht. Das, was zuerst da war, zählt hier. Da, wo zuerst das Wasser drin war, zählt das Wasser. Und das, was zuerst an Hitze. Nee, das kann nur Hitze. Das war's, genau. Ja, hier zählt Hitze. Und bei dem anderen zählt Wasser, weil das keinen direkten Anschluss an die Magma hat. Das sieht man bei denen allen. Hier unten war mir das ja egal. Deswegen haben die nur die Wärme, weil die alle an Magma rankommen. Die ignorieren das Wasser. Ansonsten wird immer sozusagen Hitze scheint Feuchtigkeit zu überschreiben. Aber es ist trotzdem eine Warm Damp Detailed Green. Ne? Das andere ist nur nass, das andere ist nur warm und es geht auch warm und nass. Aber da muss trotzdem gebuddelt werden können. Ich habe das alles ja auch hier gebuddelt bekommen. Also das war auch nur warm. Es wäre jetzt trotzdem seltsam. Ich habe ja doch schon öfters in allen möglichen Scheiß gebuddelt. Wenn warm und nass nicht gehen würde, hätte ich in sehr viele Ecken hier nicht graben können, weil sehr viele Elemente warm und nass sind. Gerade wenn man durch diese Cluster hier sich gräbt. Nur wie gesagt, ich vertrete immer noch die Ansicht, dass das Spiel derzeit ein Problem hat mit Wegfindung. Interessant wäre jetzt, den kann er auch nicht. Noch schöner, ne? Ich kann aber jetzt nicht
Von hier oben kann ich halt nicht. Ich will nicht in diesen Schacht rein, weil von dem komme ich halt nicht hier auf die Oberfläche. Ich will ja dahin. Aber ich komme halt nicht nach da. Seltsam, seltsam. Das Spiel will nicht, dass ich in der Unterwelt baue. Das Spiel will meine Zwerge einfach nur beschützen. Also ist mir egal. Kann einer von euch wenigstens das Vieh hier wegräumen? Hier liegt ein riesiges, gammelndes, giftiges Monster im Flur. Könnt ihr nicht einfach so da liegen lassen? Könnt ihr auch einfach nicht diese scheiß Treppen ignorieren? Warum klappt das hier und danach nicht? Kann ich diese Treppen wegreißen? Nein. Kann ich die denn wegchanneln? Ja, das wird funktionieren. Und dann leg dich mit. Und dich auch, da war nicht bei der Treppe. Und wenn ich schon mal dabei bin, channel ich euch beiden auch. Also, wir gehen jetzt nicht mehr mit Treppe, wir versuchen es mit Channeln. Das ist immer wieder, das ist doof. Weil ich diesem Channel-Gedöns halt auch nicht traue, das viel mehr Platz braucht. Aber alles andere scheint irgendwie nicht klappen zu wollen. So, runter kommen wir das trotzdem, da wir dank dem Channeln hier wenigstens Rampen erschaffen. Man sieht das. Das Channeln hier, da hier Treppen sind, erschafft keine links, aber auch hier wieder. Wurde das jetzt abgesagt? Nein. Das Kind tantrumisiert wieder, ist mir egal. Also und da kommt keiner hin, weil falsche Ebene. So, jetzt kommen wir hier hin und sagen, okay, wir reißen die Treppen ab. Außer die anscheinend. Die will keiner abreißen. Doch, klappt. Was ist denn hier am Dampfen gewesen? Ich bin mir gerade nicht ganz so sicher, was die Zwerge hier so machen. Aber sie entfernen zumindest teilweise Treppen. Hier oben ist jetzt halt eine, die kriegen wir nicht weg. Die beiden hier, das wird denen einfach grundsätzlich ignoriert. Irgendwelche Tiere werden größer und das ist wieder weg. Das interessiert die nicht. Auch das Entfernen der Treppen interessiert die nicht. Und das wird jetzt hier halt zu einem Problem. Was ist jetzt ja schön, dass die Treppen weg sind. Aber wenn ich jetzt hier... Alter. Scheiß drauf. Channel mal da. Mach die Unterwelt doch einfach auf. Wen juckt's? Wen juckt es? Lass uns doch einfach den zweiten Weg zur Unterwelt öffnen. Lass uns doch mal kurz ein neues Squad kreieren. Haben wir Lorbarm irgendwas? Ist da noch ein Squad noch offen? Stimmt. Lorbarm irgendwas hat noch ein Squad offen. Bist du so ein miesgelaunter Zwerg gewesen, dass du ein eigenes Squad hast? Lorbarm irgendwas? Lorbarm, da. Du bist mies gelaunt. Okay. Dann kreieren wir ein neues Squad mit Lorbarm. Du hast aber gar keine Uniform, weil das wird unser Miner Squad. Das ist jetzt unser Miner Squad. Wo ich jetzt zuweisen möchte.
So ein paar meiner. Kann ich mich da, die kann ich auch hier rübernehmen. So. Sowas wie. Toll, man sieht es hier drinnen wieder nicht. Wie soll ich das denn jetzt vernünftig dann sortieren? Jetzt habe ich die andere Liste auf und kann deswegen hier oben nicht scrollen. Deswegen sind die Buchstaben jetzt auch versetzt. Boah. Alter, das Spiel hat es doch manchmal noch nötig, ne? So, das zuweisen. Und dann ist vorbei. Kann ich das umgekehrt machen? Erst, nee, nicht back hier. Erst zuweisen. Und dann gucken. Nee, dann verschwindet das. Okay, wir assignen irgendwas. Ich assigne dich. Dich. Und dich. So. Das heißt, huch, wir haben jetzt vier Leute. Das eine ist Lorbam, das ist egal. Zan. Zan ist hier. Labor. Du bist jetzt nämlich ein Miner. Warum hast du ein rotes Kreuz? Warum ist das ein grünes Kreuz? Warum ist das ein rot? Weil du gar nicht minern kannst wahrscheinlich, ne? Das kann gut sein, weil dein Skill Mining hast du nicht. Ist egal. Dann ist jetzt mit Miner. Solon.